Egal, ob der Giovanni heißt, vielleicht hieß der früher Giovanni oder so, oder ob der Gonzales heißt, oder ob der, weiß ich nicht was heißt, Karl-Heinz heißt oder so, egal. Wir wollen für jeden das Beste. Islam ist Dinur Rahma, eine Religion der Barmherzigkeit. Dann als nächstes, dann kommen irgendwelche ganz schlaue. Das ist so das Niveau, was bei meiner Mutter in der Kneipe sitzt. Sagt, ja, der Goebbels muss schon mal wiederkommen. Ne? Das, ungefähr diese Leute sind das. Und die sagen dann, ja, schaut mal, dieser Extremist. Weil leider, die sind wahrscheinlich so besoffen von ihrem Jägermeister oder was auch immer, dass die gar nicht sehen, was man da, dass die gar nicht verstehen können, was man da redet, sondern die sehen nur Bart, Mütze, lange Kleidung und dann ist bei denen, schaltet direkt das Gehirn aus, was sowieso nie eingeschaltet war, schaltet dann auch mal aus. Worauf man auch noch eingehen muss, ist, durch diese Hetzkampagne, wenn man zum Beispiel so Pseudo-Internetseiten sieht, die den zweiten Holocaust in Deutschland haben wollen, diesmal, dass die Muslime diesmal abgeschlachtet werden, dass die versuchen, den Menschen einzuimpfen, dass an der Gewalttätigkeit einiger Jugendlichen, die in Deutschland aufgewachsen sind, die aus einem türkischen, libanesischen oder was auch immer, in Anführungszeichen islamischen Elternhaus kommen, dass da der Islam schuld sei. Das ist ja klar, ne? Weil guck mal, der ist Türke, ne? Obwohl sehr viele Türken Aleviten sind, ja? Also keine Muslime, sondern Aleviten sind, ja? Oder der ist, und auch Christen übrigens, ja? Und der ist ja auch Libanese, ja, das ist ja klar. Wenn der gewaltig ist, dann muss ja der Islam dran schuld sein, ne? Ich wollte nur kurz mal darauf eingehen, ja, in Amerika, da werden täglich bis ungefähr, also im Jahr 1996, war es so, jetzt ist bestimmt noch gestiegen, sind 2170 Vergewaltigungen pro Tag statt. Und die meisten davon Christen? Also ist das Christentum daran schuld an den Vergewaltigungen? Ist da schon mal einer drauf gekommen? Eigentlich ist es nicht der Rede wert, über sowas einzugehen, weil man kann, ich meine, für die Islamfreunde oder für die Menschen, für die Nicht-Muslime, die ein bisschen Grips im Kopf haben, denen wird schon klar sein, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist, diese Pauschalisierung und vor allen Dingen diese Hetze. Nur damit versucht man natürlich nur, der Nicht-Muslim, der inshallah objektiv ist und ein bisschen Grips im Kopf hat, der müsste sich bewusst sein, wozu diese Hetze führt. Denn damit kann man natürlich schnell die 85-jährige Oma oder den 45-jährigen Primitivling, der irgendwo in der Kneipe besoffen sitzt, um 18 Uhr abends, den kann man natürlich damit sehr schnell aufhetzen. Ja, ja, guck mal, die Muslime hier, was die hier machen, und daran sei der Islam schuld. Aber was man dazu nur sagen kann, ist, an diesem Fehlverhalten einiger muslimischer Jugendlicher, also einiger Muslime, die im Alter sind zwischen 14 und 25, daran ist nicht der Islam schuld, sondern im Gegenteil, daran ist schuld, dass diese Menschen die Religion nicht gelernt bekommen. Aber daran sieht man, und daran sollten sie vor allen Dingen auch die Menschen denken, die keine Muslime sind, sie sollten darüber nachdenken, wie sich die Stimmung in Deutschland verändert hat. Und dass es Menschen gibt, die durch diese Hetzkampagne bereit geworden sind, zu töten, zu schlachten. Und dass ihre Einstellung zu den Muslimen nicht anders ist. Nicht anders ist, als damals die Einstellung zu den Juden gewesen ist. Alles, was mit Islam zu tun hat, ist Gefahr. Alles, was mit Islam zu tun hat, ist, muss gehasst werden, muss vernichtet werden, muss unterdrückt werden. Und das sieht man ganz deutlich. Man braucht sich nur in einigen Foren anzugucken, wo steht, alle Muslime sind schlecht. Und dann kann man sich vorstellen, wenn diese Entwicklung so weitergeht,
dass hier in einigen Jahren, und vielleicht nicht nur in einigen Jahren, sondern in kürzester Zeit, die muslimischen Frauen auf der Straße zusammengeschlagen werden, muslimische Männer vielleicht auch. Die Moscheen haben schon eine Moschee hat schon gebrannt, und dass es immer weitergeht. Deswegen, für die Nicht-Muslime, die ein bisschen Grips im Kopf haben und die vernünftig sind, sollen darüber nachdenken, wie diese Menschen vorgehen. Und für uns Muslime sage ich nur, ich denke, dass man Hass nicht mit Hass bekämpfen kann. Genauso wenig, wie man Feuer mit Feuer löschen kann, sondern Feuer kann man mit Wasser löschen. Und deswegen sollten wir Hass mit Liebe löschen, mit Liebe für die Rechtleitung dieser Menschen. Dass wir uns bemühen, Brüder und Schwestern, diese Menschen, selbst wenn sie uns hassen, auf den geraden Weg zu führen. Mit der Erlaubnis vom Allmächtigen.